Das ist jetzt so das Klischee, das man hat von der Spitex. Stützstrümpfe anlegen und Füdli putzen. 10 Minuten kommen, Herr Wegmüller muss sich ausziehen. Zack, die Spritzen rein, die Fläschchen drauf. Dann gehen wir wieder, gell? Ja, genau so. Da hätte ich Ihnen die Hose schier noch verkehrt angelegt. Das wäre dann noch gewesen. Wenn man bei der Spitex arbeitet, kennt man alle guten öffentlichen WC. Ja, wir haben auch so eine Liste, wo sie draufstehen. Er hatte einfach das Mittag vom alten Chef. Ja, wir haben nie mehr gefressen. Anfangen tut es hier in diesem abgelegenen Haus im Emmental. Und ich habe noch keine Ahnung, wer oder was mich hier erwartet. Ich bin Miriam Meier. Hi Miriam. Ich bin Pflegefachfrau. Und du bist jetzt 3 Tage mit mir in der Spitex Burgdorf und Oberburg unterwegs. Wow! Und schon stehe ich mitten drin im Leben des Ehepaar Hulliger. Man kommt vor wie eine Zeitreise in ihrem kleinen Häuschen. Seit 54 Jahren leben sie hier. 6 Kinder haben sie miteinander großgezogen. Ah, du bist mich angeschrieben, ja. Praktikantin. Genau. Wie sind Sie zu Weg, Herr Hulliger? Gut. Ich bin immer zufrieden. Wie alt sind Sie denn? Wie alt? Ja. Ja, schätze ich dir. 85. Bin ich. Ein bisschen daneben, gell? 95. Ihr seid zufrieden, könnt ihr noch daheim sein, Herr Hulliger, gell? Ja. Das ist schon für viele Leute ein grosser Wunsch, dass sie möglichst lange daheim sein können. Mir tut es nicht so gut, wenn ich ins Altersheim gehe. Zum Waschen gehört auch die Intimpflege. Da gehen wir raus. Da komme ich sonst ein bisschen zu der Frau Hulliger, wenn ich darf. Säuferli, ja, Säuferli. Der Mann hat gesagt, er will da bleiben. Aber. Und Sie? Könnten Sie sich. Ich will lieber schon wanken. Ins Altersheim? Ja. Ja. Aber nicht. Aha. Nicht. Ja. Nee. Einfach kein Preis. Ah, wirklich, ja. Manchmal steige ich jetzt meine Tochter nicht mehr. Ja. Nehmt ihr Kaffee? Ja. Hätten Sie eins? Ah. Das ist ein Mann. Ah, das darf ich nicht, ja. Wir dürfen eben keinen Kaffee nehmen, Frau Hulliger. Ui, wir dürfen keinen Kaffee nehmen. Selber kommen 3 Tage. Nein. Ich komme dann einfach am Schluss von diesen 3 Tagen. Wenn ich dann nicht mehr im Einsatz bin für die Spitex, komme ich dann dafür noch mal vorbei und dann trinken wir einen Kaffee. Ja, ist dein Name? Kaffee habe ich gern und Wasser ja auch. Ja, also. Frau Hulliger, ich muss nicht die Mona wieder stellen. Ja, müssen wir weiter. Alles Gute. Ade miteinander. Wieder schauen miteinander. Frau Hulliger hätte gerne noch etwas berichtet, das habe ich gemerkt. Aber wir haben keine Zeit für einen Kaffee. Aber eben, einen Kaffee darfst du keinen nehmen. Nein. Die Krankenkasse zahlt das natürlich auch nicht. Ja. Also wenn du dort noch eine halbe Stunde einen Kaffee trinkst, dann ist das die Zeit, wo du einfach nichts verdienst. Und genau, ja. Viele sind halt wirklich alleine. Und wenn der Spitex mal kommt, wäre es so schön, wenn man noch ein bisschen schwätzen miteinander. Aber unsere Programme sind schon eigentlich möglichst auf die Zeit so geplant, dass man einfach nachher weitergeht. Ja. Zum nächsten Klienten. Genau. Ja. Und es liegt mit drin. Der Miriam, ihre Klientinnen und Klienten sind auf dem Land und in der Stadt zu Hause. Wir fahren auf Burgdorf hinein. Den Weg zu stoppen, den wir hatten. Und das musst du wirklich jedes Mal machen? Ja, immer starten. Ja. Also immer weiter stoppen. Es läuft nicht Zeit weiter. Ja. Aber jetzt muss ich noch
Kilometer eingegeben, die ich hatte. Also, du bist wirklich auf Schritt und Tritt bist du überwacht. Ja, ja. Was du machst. Genau. Jetzt erfahre ich, für was die blauen Überziehschuhe sind. Guten Morgen! Morgen! Das ist echt, dass wir den Dreck nicht in die Wohnung bringen. Ja. Genau. Und das können die Leute am Anfang sagen, wie sie es haben wollen. Genau, das fragen wir immer am Anfang. Ja. Ich habe gehört, wir können hier Kompressionsstrümpfe anlegen. Mhm. Gut. Wir legen immer Händchen an, dass es keine Laufmaschen gibt. Ich lege den Fingernägel meine Zwergenkappe. Ja. Du musst vielleicht auch von hier hinten kommen. Ja. Also. Du kannst gut auseinanderziehen und dann mal drüber über den Fuß. Oh, du leck. Ui. Ja, da braucht aber noch etwas Kraft. Genau, das reicht eigentlich schon. Ja. Genau, jetzt nicht mehr zu viel schreisen, jetzt bist du da schon ein bisschen weit. Ah, ja. Was sagen Sie sicher? Ist es fühlt sich gut angenehm? Gut. Gut. Wunderbar. Aber gell, das ist jetzt so das Klischee, das man hat von der Spitex. Weißt du, was ihr macht, oder? Stützstrümpfe anlegen und Füdli putzen. Oder? Das ist das, was man sagt. Das ist so Spitex-Arbeit. Ja. Weißt, beleidigt dich das, wenn du das hörst? Als Beleidigung fasse ich es nicht auf, aber es tut mir schon ein bisschen weh für das Image irgendwie. Ja. Weil ich war in der Ausbildung schon als Spitex und mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und echt vom Gefühl her wäre ich gerne gezogen arbeiten, aber mir haben alle Leute gesagt, nein, geh ins Spital, du musst zuerst noch ein bisschen richtig etwas lernen und dann in die Spitex, das kannst du mit 50 und so. Und das ist schon ein bisschen das Image, das die Spitex immer noch hat, aber es ist überhaupt nicht mehr so. Ja. Die Leute treten so viel früher aus den Spitälern aus. Das ist mittlerweile auch sehr komplex geworden. Ja. Heb jetzt noch die Strümpfe. Jetzt müsste ich. Ob die Finger. Ja. Das ist mir noch nie passiert, dass sie abgerutscht sind. Ja, sicher, ja. Das ist gut. Ja. Super. Ja. Gut. Also, danke vielmals. Alles Gute. Wieder schauen, Frau Stuhl. Adieu. Ein anderes Mal. Ja. Im Auto muss Miriam noch den Pflegebericht schreiben. Hast du Zeitdruck beim Arbeiten? Es gibt einfach Tage, wo etwas dazwischen kommt. Manchmal ist jemand gestürzt und dann hilft man dieser Person und dann hat man viel länger. Aber dann ist man natürlich immer ein bisschen hinterdrein. Und dass man wirklich so, wie es denkt, ist, um 12 Uhr Mittag fertig ist, das kommt eigentlich fast nie vor. Ja. Ja. Z'Mittag ist ein gutes Stichwort. Miriam wohnt selber zu Burgdorf und geht darum meistens heim essen. So, ein bisschen schnippeln. Mein Mann nimmt immer das Essen mit. Mhm. Wir kochen immer viel Reste. Miriam ist 28 und seit 3 Jahren verheiratet. Vor der Spitex hat sie im Inselspital gearbeitet. Ein Problem aber ist an beiden Orten das gleiche. Ja. Hat überall zu wenig Leute. Ja. Bei euch auch in der Spitex? Immer und überall. Irgendwie ist der Bedarf so da und wird noch mehr, weil die Menschen werden ja immer älter. Ja. Aber irgendwie passiert wie nichts. Ja. Ausser ein bisschen klatschen während Corona. Ein bisschen überspitzt gesagt. Was müsste denn passieren? Das ist wirklich, dass einfach zu wenig rekrutiert werden. Und viele junge Leute einfach auch ablöscht. Ich kenne wirklich einige, die die Lehre machen mit 15, oder? Und nur dann permanenten Druck stehen und dann einfach sagen, nein, tue ich mir wie nicht an. Dass eine Pflegefachfrau wie Miriam mit 90% keine 5'000 Franken auszahlt bekommt, macht es auch nicht einfacher, gute Leute zu finden. Essen mit Löffel geht schneller. Willst du Messer und Gabel? Isst du das mit dem Löffel? Ja. Ja, also ich, also nein. Willst du schon probieren? Eine Gabel. Ja, also komm, gib mir auch einen Löffel. Das ist ein Spitex-Style. Weißt du? Du kannst mit dem Löffel.
geht schneller. Gute. Gut. Geht gut. Ja, geht tipptopp mit dem Löffel. Ich sage nie mehr etwas gegen Essen mit dem Löffel. Dank dem Löffel sind wir mit Essen zwar schnell fertig, aber Miriam ist mit mir im Schlepptau gleich schon in Verzug geraten. Ihr nächster Klient wartet schon. Grüße, Herr Lehmann. Spitex. Ja. Wollen wir eine Spitze machen? Ja, genau. Der Herr Wegmüller, Rektor des Gymi und Stadtrat, war er, immer von vielen Leuten umgeben. Heute lebt er allein und kann sich wegen seiner Krankheit kaum mehr bewegen. Also das geht als Genusshaus da durch. Aber es hat alles seinen Platz, den ich brauche, für, damit ich leben kann. Ist Ihnen das wichtig auch, dass Sie für sich können und zuhause sein können? Und ja, ja, ich brauche das, ich brauche meine Bücher, ich brauche meine Musik und so weiter. Ja. Ich will allein leben und will können, so lange wie möglich alles selber machen. Und wenn es gewisse Sachen nicht mehr geht, dann wird natürlich wieder auf die Spitex zugehen, oder? Ja. Und wenn es gar nicht mehr geht, oder, dann gibt es nachher das Check-in ins 7-Sterne-Hotel-Exit. Echt? Das. Ja. Da ist der Einzige schon so vorgesehen. Das habe ich schon vorgesehen. Ah, wirklich? Ja. Also irgendein Zentrum, ein Alterszentrum, das ist für Sie keine Option? Nein. Ja. Jetzt, wenn ich jetzt da noch etwas geredet habe mit dem Herrn Wegmüller, die Zeit zum Beispiel, die ist verloren. Ich nicht. Nein. Ja. Jetzt eine Injektion in den Arm, die wird 10 Minuten bezahlt. 10 Minuten, genau. 10 Minuten kommen, Herr Wegmüller muss sich ausziehen, zack, die Spritzen rein, die Fläschchen drauf. Dann gehen wir wieder, gell? Ja. 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 Wir können schon ein paar Worte wechseln, aber viel liegt nicht drin. Ja. 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 Also. Ja, also jetzt geht es um die Spritzen. Jawohl, macht das. Beim Herrn Wegmüller kommt Spitex nur einmal im Monat vorbei, eben für die Spritzen. Also es gibt einen Stich. Jetzt wäre es schon. Ja. Geht's? Ja, ja. Es gibt Schlimmeres im Leben. Ja, aber es ist schrecklich. Macht Alter einsam? Ja. Gerade raus. Ich habe mein ganzes Leben mit Leuten zusammengearbeitet. Und der Mensch ist ein Wesen, das Leute braucht. Der Mensch ist nicht dazu geboren, einsam zu sein. Mhm. Aber man lernt mit der Zeit, mit der Einsamkeit umzugehen. Ja. Man lernt alles. Sicher? Ja. Also ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, ja, alles, ja. Dass Sie ganz lange noch können mit gut, Ihren ja. Büchern zusammen wohnen. Ja. Ich komme nicht mit euch mit zu tun. Wir schaffen das, also, ja. Auf Wiedersehen, Herr Wegmüller. Danke vielmals. So Aussagen wie vom Herrn Wegmüller beschäftigen mich manchmal schon ein bisschen. Weißt du, wie Menschen wie er, die einfach sagen, sobald ich meine Autonomie nicht mehr habe, gehe ich aus dem Leben. Wie würde ich leben im Alter? Und wann würde ich nicht mehr leben? Eine Frage, die ich bis jetzt verdrängt habe, wie viele von uns. Oh. So, la. Und wieso machst du auf einem Friedhof Pause? Weil es jetzt das beste öffentliche WC gibt. Nein. Ja. Ehrlich? Ja, wirklich. Es ist im Winter immer geheizt. Es ist immer super. Also, das heisst, wenn man bei der Spitex arbeitet, kennt man alle guten öffentlichen WC. Ja, wir haben auch so eine Liste, wo sie draufstehen. Und ich gehe eigentlich meistens an den gleichen Orten. Ja, genau. Ich gehe gerade schnell. Ja, also das stimmt, ich warte rasch. Du kennst hier wahrscheinlich auch viele Leute. Für mich ist es unvorstellbar, alleine
zu wohnen im Alter und so einsam zu sein. Ich habe irgendwie gelesen, Einsamkeit, das sei für Gesundheit so schädlich wie, ich glaube, irgendwie Alkohol, Rauchen und Übergewicht zusammen. Krass, ja, ja, oder? Einiges, ja. Also wirklich, weißt, nicht einfach, dass es unangenehm ist, sondern es macht einem krank, einsam sein. Ja, es ist ja noch der Unterschied zwischen alleine sein. Gell? Das finde ich wirklich auch spannend. Es gibt wirklich Leute, für die stimmt das. Ja. Die haben so gerne alleine zu sein. Ja. Das merkst du. Ja, das gibt es wirklich. Ja. Ja. Aber es gibt auch die, die sich wirklich einsam fühlen. Ja. Und die immer sagen, mir ist langweilig. Und die auch den Wunsch haben, dass wir länger bleiben. Kaffee trinken? Ja, oder einfach noch etwas zulassen. Noch ein bisschen, Gesellschaft leisten, ja. Das wäre ja eigentlich auch eine gesellschaftliche Leistung, weißt, die extrem wichtig wäre. Mm. Aber könnt ihr die erbringen? Wir als Spitex nicht, nein. Sich können distanzieren und Geschichten nicht mit heimnehmen, sind wichtig, sagt Miriam. Mir klingt es heute Nacht nicht ganz. Neuer Tag, neue Termin. Wir gehen jetzt zu einem Palliativklienten. Was hat er denn für eine Krankheit? Darf ich das wissen? Ja, er hat einen Lungentumor, der auch in die Luftröhre eindringt. Ja. Genau. Wir gehen zu jemandem heim, der im Sterben liegt. Er wird von seiner Partnerin gepflegt. Da ist die Spitex. Grüß dich, Frau Wittwer. Was tust du jetzt machen? Ich schaue jetzt mal, wie es ihm geht. Gut. Dann gehen wir mal schauen. Und es ist in Ordnung, dass ich auch komme, gell? Genau. Ich darf mit, die Kamera bleibt draus. Darfst du da sitzen? Ja, ja, das ist schon gut. Jetzt wird es. Ist noch warm, das Kaffee. Da kommt nur Morphintropfen drüber. Die Frau Wittwer pflegt ihren Lebenspartner seit 2 Jahren. Ist gut. Wenn man das alles nicht geben würde, wie wäre es denn? Das wäre nicht auszuhalten. Also der Schmerz und die Angst. Und die Atemnot vor allem. Und Atemnot, ja. 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 So. Ich habe ihn eben vorher gefragt, ob er da bleiben will und nicht mehr im Spital. Und dann hat er gesagt, ja, das ist sein Wunsch, dass er hier bleiben kann. Das ist ihm sein Wunsch und ich probiere es zu machen. Aber wenn ich dann merke, es nimmt mir auch zuerst nachher, dann muss man es halt diesen Weg machen. Ja. Es ist ja, schön, wenn es geht, aber es ist einfach ja, nicht immer möglich. Ja. Ja. Weil es nimmt dann moralisch einfach auch her, oder? Ja. Von dem her. Ja. Das ist schwierig in so einer Situation, etwas wünschen, aber einfach so, dass es für sie beide stimmt. Ja. Merci. Die Begegnung mit dem todkranken Mann hat mich sehr bewegt. Viel hat er nicht geredet, aber am Schluss sagt er zu Miriam, er merke, dass es mit ihm langsam zu Ende gehe. Ist es dann immer sinnvoll, weißt du, zuhause sein bis zum Schluss? Ich finde nicht immer, nein. Es gibt auch Situationen, wo die Angehörigen so fest eingespannt sind, so viel Pflege und Unterstützung leisten, dass manchmal die Zeit, die noch bleibt, wie zu kurz kommt. Das ist ja auch so ein Thema, weißt, wo wir alle eher ein bisschen versuchen, das aus dem Weg zu gehen. Ja, es ist mega tabu in unserer Gesellschaft. Es ist schon verrückt, wie viel man in den Anfang des Lebens investiert und wie wenig ans Ende. Und das ist etwas, das mir ja, schon nachgeht.
unterwegs in die Spitex-Zentrale zu Burgdorf. Bei Miriam hat sich viel Büroarbeit angesammelt. Ui, aber da sehe ich, genau. Das ist euer ganzes Team. Ja, das ist unser Team. Das ist ein richtiger Grossbetrieb. Ja. Hä? Also, es gibt noch grössere Spitex, aber wir sind so eine mittlere, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Es werden Fachgebiete abdeckt, die ich nicht erwartet hätte, wie zum Beispiel Psychiatrie oder Wundversorgung. Und es ist im Verhältnis ein kostengünstiges Angebot. Die Spitex macht gerade mal 2% unserer gesamten Gesundheitskosten aus. Miriam redet mit der Ärztin vom krebskranken Mann von vorig. Was mir noch so ein bisschen im Kopf umschwirrt, ist so ein bisschen die Blutungsgefahr. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt jetzt bei seinem Tumor. Aber ich weiß nicht, ob das schon mal angesprochen wurde oder ob das noch nie ein Thema war. Von euch nicht. Okay. Ja, genau. Mhm. Leute mit Lungentumoren und gerade auch, wenn sie in die Luftröhre sich reinfressen, kann es passieren, dass die anfangen zu blüten. Ui. Ja. Und das ist meistens der sehr schnelle Tod, aber nicht unbedingt der schöne. Ui, aber wenn man so etwas weiss, also weißt, wie spricht man da jetzt an? Möglichst ehrlich. Es beeindruckt mich, wie offen und souverän Miriam auch mit solchen Themen umgeht. Und die Medikamente, die ihrem Klient helfen, das Sterben zu erleichtern, hat sie auch noch abgestellt. Ohne sie wäre das Wellenweg vergessen gegangen. Zum Glück sind aber nicht alle Psyche so schwer. Dreimal täglich geht die Spitex zum Beispiel beim zuckerkranken Herr Gönül vorbei. Nach einem Schlägli geht es bei ihm wieder aufwärts. Am Abend hat jetzt Fixinsulin. Mhm. Und ich schaue immer dreimal auf der Mediliste, auf dem Pen, ob es wirklich stimmt. Was passiert, wenn es nicht stimmen? Patient ist tot. Ja, im blödsten Fall. Patient ist tot. Also Insulin ist wirklich eines der gefährlichsten Medikamente. Wenn man zu viel gibt und es merkt, kann man wirklich sterben. Ja. Okay. Miriam trägt allein die ganze Verantwortung. Das spürt man fast nicht, gell? Nein. Gut. Habt ihr wirklich getrunken, Wasser? Ja, Mami. Genau. Weiter geht's. Raus aufs Land. Hier ist es im Fall mega schön. Hier in den Hügeln vom Emmental leben viele Menschen noch etwas wie früher in Grossfamilien zusammen. Ganz anders als in der Stadt. Auf diesem Bauernhof wohnen 3 Generationen. Der Sohn von Brachos führt mit seiner Familie den Bauernbetrieb. Juhu! Grüß dich, Frau Brachos! Grüß dich, Herr Brachos! Herr Brachos! Mona, fetsch! Ja, das ist sie! Das ist sie! Das ist sie. Ich habe mich eben verkleidet. Ja, ich mache es so machen. Ah, ja! Jetzt kennen sie mich. Ich bin jetzt eben natürlich als. Ich bin jetzt eben als Spitex verkleidet. Ich bin 21. Ja. Wenn man das nicht sieht, schon fast nicht raus. Macht das gut, der Mann? Ja, ja, macht es ganz gut. Ja, ja. Ja, wenn ich nicht mehr. Ab aufs Feld oder in den Stall. Ja, ich bin noch ein bisschen Die Frau Bracher ist 91 und nach Hirnschlägen auf fremde Hilfe angewiesen. Wollt ihr euch da ein bisschen haben, zum Anblicken? Ja. Oder sind wir selber noch bei einsalben? Ja, das kann ich gut machen. Einschnapsen? Ja, mit dem. Ja, was da in diesem Gutter ist. In dem da? Ja. Ja, Bot. Ja. Das schmeckt doch gut, oder? Ja, ja. Nach Schnaps, ja. Ich lasse dich ein Schlag Schnaps. Ja, darf ich Schnaps? Dann tue ich ein bisschen das Bein haben. Also, das ist gut. Achtung, kalt. So, hola. Also. Merci vielmals. Ja, dann bleibe ich gerade im Bett.
Dann sehen wir uns morgen wieder. Um welche Zeit, wie lange muss ich warten? Wir kommen wie gäng. Ihr seid dann gerade die Erste. Ja. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Seid ihr Zeit im Bett? Ja. Der Tipp mit dem Schnaps, den merke ich mir. Ich hätte im Alter auch noch gern so schöne Beine wie Frau Bracher. Sieben am Morgen in der Spitex-Zentrale. Alle machen die Fürsche. Am 20 ab sollten sie schon bei den ersten Klientinnen und Klienten anfangen. Wo kann sie selbstständig sein? Wo auch Miriam und ich haben es brisant. Frau Bracher wartet auf uns. Tschüss. Ciao und schönen Tag. Oh ja, genau. Das Büro muss auch noch gemacht werden, wie jeden Morgen. Guten Morgen! Guten Morgen! Die Mona tut euch jetzt helfen beim Aufstehen. Ich gebe Ihnen das. Da aus bewegt sich auch schon etwas. Ja, ja. Schaut der Mann. Ja, da lernt man noch vieles hier bei der Spitex, wie man das richtig macht. Also. So, drüber. Ja. Ja. Dann hier reinklappen. Ja. Und da und dann mit dem Daumen haben. Ah, ja. Genau, das ist wie ein Händchen. Entschuldigung, ich komme noch mal. Dann geht er nicht immer runter. Ja, das ist wirklich, ja, das ist super. Während wir Frau Bracher parat machen, kümmert sich ihr Mann um den Morgen. Natürlich keine Kunst, Kaffee zu machen. Ich glaube, der geht den anderen Weg. Aha, oh, habe ich es verkehrt? Ja, du, ja, hast recht. Ein du hast recht. Ja. Da hätte ich Ihnen die Hose schier noch verkehrt angelegt. Das wäre dann noch gewesen. So. Einmal. Fetto, bist du da? Er ist schon mal ein wenig raus. Aha. Wir haben ihn ein wenig warten. Ja, ja. Guten Morgen, Herr Bracher. Ja, ich will mal hocken. Nein, nein, das ist Ihr Platz. Das sehe ja. Ich. Oh, ja, Leute. Ja, überall wo ich die Schönheit geputzt bin. Da kann ich entlanden. Das ist der schönste Raum. Also ohne Spitex, das wäre schwierig. Nein, das geht nicht gut. Ja. Auch Grosali. Ohne Spitex. Ja. Dann ist ja auch geschmissen mit mir. Also, dann lassen wir euch noch zum Morgen essen. Ja, danke. Und gehen ein Häuschen weiter. Ja, danke. Alles Gute. Wiedersehen. Und zum Schluss gibt es noch eine Bewährungsprobe für mich. Guten Morgen! Hallo! Guten Morgen! Ich komme einfach aufrecht hier rein. Sie sind ja informiert, oder? Ja, ja. Das ist super. Sie sind ans Bett gebunden, bis die Spitex kommt. Und das ist schon Sie... schon aufgegangen, zum Morgen auch, ja. Um ein bisschen zu waschen. Ja. Aber dann muss ich einfach wieder ablegen. Aha, sonst bringt man es nicht mehr. Sonst kann man die Frau Meier die Strümpfe nicht mehr anlegen. Aha. Genau. Und die Lymphdrainagenstrümpfe der Frau Beck, so. Die haben sie sich. So, Mona. Gut. Let's go. Die gehen noch, gell? Frau Beck, das Lachen habe ich gehört. Ich gebe alles. Heiland Hermann. Ja, gut. Also, aber das ist aber wirklich. Ja. Die Beck'sche Muckibude, gell? Ja, ja. Gut. Jetzt kommen die Zweiten. Ah, jetzt kommt noch mehr. Ja, jetzt kommt noch mehr. Jetzt kommt noch mehr, ja gut. Das ist so, wie wenn du beim Wandern so auf dem einen Berg angekommen bist und denkst, jetzt bin ich oben und dann sagen sie allein. Ja, ja, genau. Gibt noch einen Zweiten.
Das hört ihr, wie die Spitex einen Krampf hat. Ja, das stimmt. Also nicht nur hier, überhaupt. Also da habe ich viel Hochachtung vor dem Beruf. Ja. Ja. Genau, jetzt kannst du dort mal an sie und beim Fuß noch abstoßen. Ja, das ist schon gut. Genau, das reicht schon. Okay. Ja. Jetzt sind sie einfach in der Hälfte. Das ist noch das, was wir noch aussetzen. Aha, das steht da. Also, ihr dürft zuhören, wie anstrengend das ist, draussen. Kannst du nicht? Nein, oder? Also, weil jetzt müssen wir es nämlich noch ganz aufziehen. Wir können mit der Alpen hier führen, gell? 3, 2, 1. Ja, gut. Ist gut. Ja. Super. Wie fühlt sie sich an? Ich möchte gerade anstellen. Ja. Abziehen tut man sie dann der Mann. Das sieht, da müssen sie dann nicht extra kommen. Das kann noch. Also, alles Gute. Danke dir, Faust. Und einen ganz schönen Tag. So, Mona. Das war jetzt unser letzter gemeinsamer Einsatz. Ja, sechs Nächte. Genau. Und wie? Grüße. Unser letzter Einsatz und wir sind immer in der Zeit. Wir sind gut drin. Sind wir gut, ja, in der Zeit. Doch, wirklich. Ja. Wie war es da, die drei Tage? Was bleibt dir vielleicht? Extrem intensiv. Zurück. Ich würde ja vorschlagen, dass ihr in Zukunft eine Spitex-Sendung macht, die heisst «Miriam mittendrin». Weil das ist da, wo ihr seid oder ihr seid mittendrin im Leben. Das ist mir extrem eingefahren. Weißt? Mm. Also, weil es geht ja um so viel mehr als nur weißt, medizinische Behandlung, sondern ich meine, du wirst in jedem Haus in eine neue Lebensgeschichte hineingeworfen. Ja. Was sind so die schönsten Momente jetzt für dich? Wow, im Fall mega viel. Irgendwie jeder neue Kontakt ist irgendwie wertvoll, so auf die eigene Art und Weise. Und für mich ist wirklich das Schönste, dass man wie eine Beziehung bekommt zu diesen Leuten. Und merkt, man ist wirklich auch ein Teil von diesem Leben. Ich bringe dir jetzt noch zu deinem wohlverdienten Kaffee. Das Kaffee, den ich ganz am Anfang der Tag bei der Spitex versprochen habe. Ein Ehepaar Hulliger im kleinen Häuschen am Waldrand. Also. Sehr gern. Mach's gut, Mona. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao, Miriam. Ciao. Ciao. Grüezi miteinander. Jetzt bin ich nicht mehr im Dienst. Jetzt habe ich Zeit für einen Kaffee. Hier aussen können wir die Maske, glaube ich, abziehen. Dann sehe ich sie mal ganz. Ja. So habe ich sie noch gar nicht gesehen. Kommt er nicht mehr? Na ja. Also, danke vielmals für den Kaffee. Danke, ich bin mal. Dass ich jetzt gleich noch einen bekomme. Ja. Nach diesen drei Tagen. Also, wenn würden Sie jetzt sagen, so, jetzt gehen wir ins Altersheim? Ich gehe gern. Ja. 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 Also, gerade heute schon. Ja, ja. Ja, ich gehe gern. Wenn ich jetzt ging ins Altersheim und du wärst daheim. Ja, wär halt so. Ja, dann wär's auch das. Ich war ja 5 Wochen alleine. Ja. Ich hatte einfach das Mittag vom Altersheim. Wir haben noch nie mehr gefressen. Da ist das letzte Wort offensichtlich noch nicht gesprochen. Ja, ihr zwei. Möglichst lange daheim bleiben. Ich meine, ich persönlich würde das ja auch wählen. Aber ich frage mich einfach, wer übernimmt denn die Betreuung? Wenn du jetzt zum Beispiel an deine Großeltern, an deine Eltern denkst, oder? Laufen wir da in ein Problem hinein? Oder wärst du zum Beispiel bereit, selber zu pflegen? Ich bin gespannt auf deine Meinung. Gerne da unten in die Kommentarspalte. Und von mir gibt es für Miriam und das Spitex-Team schon mal einen fetten Like.